probieren. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von MotoFuzzi. Ja, heute sind wir bei 670 Kilometer. Ich habe mir ja ein neues Bike gekauft, falls ihr das vielleicht mitbekommen habt. Und jetzt sind 670, noch ein paar Kilometer und dann muss ich zur 1000er Inspektion. Und ja, jetzt fahre ich ein bisschen rum, wollte noch eine Sache ausprobieren, vielleicht mache ich noch einen Film und ja, wir sehen uns gleich wieder oder hören uns gleich wieder. Okay, hier ist das Restaurant, ja. Ist so leer, man sollte da vielleicht mal einkehren. Ein ganz bestimmter Herr weiß warum. Ja, ich fahre jetzt mal eine Straße, endlich mal. Oftmals fährt man ja immer die gleichen Straßen oder man fährt eine neue Straße, wenn man das Navi anhat. Aber heute will ich endlich mal eine Straße fahren, die ich mir auf Google Maps ausgesucht habe. Ist zwar nichts Besonderes, nicht groß und nicht und so weiter und auch nicht weit von mir weg hier. Aber eine Straße, wie ich durchs Hinterland praktisch, also nicht an der Küste, nach Cala de Mijas komme. Da wollte ich einfach nur mal einen Zwischenstopp machen und dann wieder zurückfahren. Also nur eine ganz kleine Runde heute. Und ja, das wollte ich mal ausprobieren, die kleine Straße. Je mehr Straßen man kennt, desto besser. Und hier kommt gleich ein Blitzer, deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen. Also diese Restreichweitenanzeige, die ist ja sehr ungenau. Also im Gegensatz zu meiner Yamaha, da zeigt das eigentlich ziemlich gut, immer gleichbleibend. Der hat irgendwie einen besseren Rechner da drin, an wie weit ich noch fahren kann mit dem Tank. Und die hier, die schwankt immer ständig hin und her. Natürlich, logischerweise, ich verstehe es warum. Weil natürlich der Verbrauch immer hoch und runter geht. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel man hier fahren darf. Fahren wir auf 50, okay. 50 und Blitzer. Hello. Und ja, man kann es natürlich auch irgendwie besser glätten, ne, das Ergebnis. So wie das bei der Yamaha der Fall ist, hier bei der Kawasaki, da geht das immer hoch und runter, dann ist er bescheuert. Der hat doch jetzt genügend Fahrdaten schon von mir. Also immerhin bin ich ja schon 600, fast 700 Kilometer gefahren. Jetzt müsste er langsam mal wissen. Und ich habe das auch nicht zurückgesetzt. Also man kann es ja immer zurücksetzen, den Durchschnitt. Dann geht es ja mehr oder weniger wieder von vorne los. Aber das finde ich jetzt ein bisschen unsinnig. Und da haben sie irgendwie eine Logik eingebaut, die sich mir nicht so erschließt. Ja? Aber okay, gut. Man kann ja auch nach der Reichweite, nach der Trip-Reichweite gehen. Das mache ich ja auch dann immer meistens. Dann weiß ich ja noch, wie weit ich komme. Aber ja, wenn der das nicht richtig berechnen kann, das ist schon ein bisschen blöd. Ne? Das ist doch ein Computer, der kann das doch ausrechnen und dann glätten und so weiter. Warum schwankt er immer hin und her? Das ist doch Schwachsinn. Naja, gut, wieder genug gemeckert. Ja, immer nur meckern, meckern, meckern. Aber das sind mir halt so die Sachen, die mir auffallen. Ja? Und natürlich irgendjemand, klar, die sind nicht weltbewegend, aber der, die vielleicht nur mal kurz Probe fährt, der kann das natürlich, der merkt das ja natürlich nicht. Okay, hier im fünften Gang kam jetzt nicht mehr allzu viel, das ist erstaunlich. Vielleicht liegt es doch am Rain-Modus, vielleicht muss ich es doch nochmal umschalten. Okay, fünfter Gang sollte man natürlich jetzt auch nicht unbedingt beschleunigen, ist ja nur irgendwie so ein kleiner Overdrive. Ne, der sechste ist der Overdrive, aber trotzdem, ihr wisst schon, was ich meine und was ich auch manchmal für einen Scheiß erzähle.
Okay, hier fahren wir vorsichtig, Schulkinder. Also diese Handschuhe, die habe ich mir eigentlich aufgrund von, erstens, ja, was heißt erstens, ich habe mir eigentlich aufgrund von Cager on Two Wheels gekauft, weil der eigentlich, den finde ich eigentlich ganz gut und den kann man eigentlich vertrauen. Der hat die mal getestet, die Handschuhe, oder vorgestellt, aber vielleicht wurde auch nur dafür bezahlt, was Gutes zu sagen. Hat gesagt, dass das Sommerhandschuhe sind, ja klar, die sind natürlich ein bisschen besser geschützt. Und da natürlich ein bisschen wärmer. Die haben dieses Mesh hier überall, aber trotzdem wird es nicht besonders kühl da drin. Finde ich ein bisschen schade. Okay, sind jetzt 30 Grad, vielleicht kann man das auch nicht mehr verlangen, dass das irgendeine Schutzkleidung noch kühl gestaltet bei 30 Grad. Ne? So, jetzt fahren wir hier rein. Über das Flussbett, meistens immer nur ein Flussbett und kein Fluss da. So, das ist jetzt die Straße, die ich noch nie gefahren bin. Und die soll auch durchs Hinterland jetzt nach Cala de Mijas führen. Schauen wir mal. Ist ja nicht mehr weit. Kann ja nicht mehr weit sein. Doch schon wieder in dem roten Bereich. Ja? Ich soll doch noch nicht so hochtourig fahren. Obwohl, es ist ja noch gar nicht hochtourig. Wir sind nur knapp über 5000. Naja, können wir ja schon langsam mal gönnen hier ihm. Oder ihr. Jetzt müssten wir eigentlich schon fast da sein. Kommen wir nämlich von hinten und nicht von der Seite. Von vorne kann man nicht kommen, weil da das Wasser ist. Oder ist das doch hier richtig? Könnte doch richtig sein. Boah, ist mir schon wieder was hier gegen die Schulter geflogen, was dickes Fett ist. Das ist ja Wahnsinn. Als wenn das immer halbe Vögel sind, so fühlt sich das an. Nein, ich übertreibe nicht. Live Music in Steak. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Und das sieht jetzt schon wieder so nach Residential Area aus. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Sieht ja nicht wie eine Durchgangsstraße aus. Hier ist ein Golfplatz.
Können wir hier weiterfahren oder können wir hier nicht weiterfahren? Das ist definitiv nicht richtig hier. Definitiv nicht richtig. Wahrscheinlich kommen wir hier zum Golfplatz. Das ist ja sehr merkwürdig alles. Deshalb hat er schon in freudiger Erwartung gewunken. Ich habe keine Ahnung. Wir sind hier voll im Hinterland, aber wir wollen eigentlich jetzt doch wieder ein bisschen an die Küste. Okay, naja. Ist zwar keine schlechte Straße, aber so schnell kann man hier nur auch nicht fahren. Ja, wir sind hier mitten auf dem Golfplatz. Das wollte ich eigentlich nicht. Nur geradeaus. Wahrscheinlich ist hier schon der Golfplatz. Tatsache. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, oder? Jetzt sind wir so richtig voll drin im Golfplatz hier. Ist ja nicht schlecht, sieht ja schön aus, aber so viel Geld habe ich nicht. Dann müssen wir doch mal langsam das GPS anschmeißen. Hier ist ein kleiner See. So. Jetzt müssen wir sehen, ob wir das ausschalten können. Stop your bike, habe ich doch schon. Das ist auch, also, ach so, der hat ja eigentlich gestartet. Also dieses Rideology, das bringt mich zum Wahnsinn, wirklich, Leute. Das ist ja sowas von, darf man das sagen, intuitiv oder wie heißt das? Das ist ja furchtbar, dieses, okay, genug gemeckert, ich muss mal kurz hier meine Kamera ausschalten.